Und ich erwarte, dass da durchaus verschiedene und kreative Möglichkeiten von Impfkampagnen jetzt noch einmal angereizt werden, die wir vorher noch gar nicht gesehen haben. Und auf diese Art und Weise entsteht auch wieder ein gemeinsamer Anreiz, dass alle die, die Verantwortung nehmen, tragen wollen, und das sind Gott sei Dank wieder immer mehr, hier einen Beitrag leisten können. Und am Schluss, und darum geht es ja, und am Schluss sind ja alle, die in Funktionen gewählt sind, aufgerufen, hier zusammenzuhelfen und was beizutragen. Und dieser Rahmen, den wir hier vorgeben, glaube ich, wird viele wieder motivieren, auch von den Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträgern, auf alle in der Bevölkerung zuzugehen, auf alle. Wir wissen schon, dass die Debatte entsprechend aufgeheizt ist, phasenweise. Das muss man aber auch aushalten, denke ich. Grenzüberschreitungen sind natürlich nicht zu tolerieren, da habe ich mich auch eindeutig deklariert, aber grosso modo muss es das Ziel sein, wieder mehr zusammenzuführen und in diesem Sinn zusammenzuhalten. Ja, es gibt da viel Trennendes, aber eine Spaltung der Gesellschaft, die unreparierbar ist, ist, denke ich, doch noch einmal was anderes. Und wenn wir das Trennende so behandeln, dass die meisten zumindest, jeden wirst eh nie gewinnen, man muss ja nicht jedem Neonazi hinterherrennen, dass die meisten wieder hier zusammenfinden, dann ist dieser Doppelschritt, glaube ich, eine gute Sache.